Good evening, my Dhamma brothers and Dhamma sisters. Guten Abend, meine Dhamma Brüder und Dhamma Schwestern. My Dhamma talk will be on Kalama Sutta. Mein Dhamma Vortrag wird über das Kalama Sutta gehen. Kalama is a name of a tribe in India. Kalama, das ist der Name eines Volksstammes in Indien. Krishnamurti is their village. Ihr Dorf war Kesamuti. Therefore, after the name of the village, this is Sutta, sometimes called Kesamuti Sutta. Dieses Sutta wird deswegen wegen ihrem Dorf auch oft Kesamuti Sutta genannt. Therefore, Kalama Sutta, Kesamuti Sutta are totally the same. Deshalb sind das Kalama Sutta und das Kesamuti Sutta genau dasselbe. In this Sutta, the Buddha explained, the Buddha emphasized a person's own knowledge. In diesem Sutta betont der Buddha das eigene Wissen einer Person. On those days, like now it is, there are different views, different religions. Zur damaligen Zeit, genau wie heute, gab es verschiedene Ansichten, verschiedene Religionen. Various views, various religions make them confused. Die verschiedenen Ansichten und Religionen machten sie konfus, verwirrt. They always consider who talk the truth, who talk not the truth. Sie überlegten immer, wer sagt jetzt die Wahrheit, wer sagt nicht die Wahrheit. Nowadays also you see, there are many different religions. Heutzutage gibt es auch eine Menge verschiedener Religionen. Which religions is true or which religions are not true, how to know? Welche Religion ist wahr, welche nicht? Wie sollen wir das wissen? They hold different views. Sie haben verschiedene Ansichten gehabt. In some religions say there is after death there is no life. Some religions believe after death there is a life. Einige Religionen sagen, nach dem Tod ist kein Leben. Andere sagen, nach dem Tod gibt es ein Leben. So we must consider what is true. Also müssen wir überlegen, was ist wahr. Dealing with that, on those days, Kalama peoples are doubtful. Damals waren die Kalama über diese Dinge in Zweifel. So, to remove the doubtful, the Buddha gave a guidelines that what is true, what is not true. Um ihren Zweifel aufzulösen, gab der Buddha ihnen Richtlinien zu überprüfen, was ist wahr und was nicht. The intelligent persons are searching for what is true. Intelligente Menschen suchen danach, was wahr ist. So the Buddha said, tradition. Some people believe only tradition. Deswegen sagte der Buddha, die Traditionen, manche Menschen glauben nur an die Tradition. Many people hold up according to their tradition. Viele halten sich nur an die Tradition. The Buddha said, true tradition, you cannot decide it is true, it is not true. Der Buddha sagte, durch die Tradition allein könnt ihr nicht entscheiden, was ist wahr, was ist nicht wahr. The Buddha went to say, you should not end only tradition. You must realize yourself. You should be experience the truth.
Der Buddha sagte, wir sollten nicht bei der Tradition aufhören, wir müssen selber realisieren, was wahr ist und was nicht. Many, many people are nowadays follow the only tradition. Even the tradition is not the true, they accept that is our tradition. Viele Menschen folgen nur der Tradition, auch wenn sie nicht wahr ist. Sie sagen, das ist unsere Tradition. The Buddha said, through tradition you cannot get the truth. Der Buddha sagte, durch die Tradition könnt ihr nicht die Wahrheit erlangen. In that case, the Buddha did not want to say, all traditions are wrong. Damit wollte der Buddha nicht sagen, alle Traditionen sind falsch. Maybe some traditions right, some traditions wrong. Einige Traditionen sind vielleicht richtig und andere falsch. Because a tradition is so different, so many traditions, so many different, so different each other's. Weil es so viele Traditionen gibt, die so verschieden, so unterschiedlich sind. Therefore, the Buddha advised, you should not end only tradition when you are searching for truth. Deswegen gibt uns der Buddha den Rat, nicht bei den Traditionen aufzuhören, wenn wir nach der Wahrheit suchen. You must decide what is true, true with your knowledge. Wir müssen mit unserem Wissen entscheiden, was wahr ist. Then some people believe in hearsay. Dann glauben einige Leute an Hörensagen. So decide, they decide dealing with the truth through hearsay. Sie glauben damit entscheiden zu können, was wahr ist mit diesen Hörensagen, diesen Tagesmeinungen, wird es auch oft übersetzt. The Buddha said, through hearsay you cannot get the truth. Durch dieses Hörensagen, sagt der Buddha, könnt ihr die Wahrheit nicht bekommen. Some here say maybe true, some here maybe untrue. Manches Hörensagen mag richtig sein, anderes falsch. Therefore, just here say you cannot depend on, in the case of deciding truth. Nur mit Hörensagen könnt ihr nicht entscheiden, was wahr ist. So we must use our knowledge after we have the hearsay. We must consider the hearsay is true or not. We must decide with our knowledge. Wir müssen überlegen, ob dieses Hörensagen richtig ist oder falsch. Wir müssen das mit unserem Wissen entscheiden. So the Buddha advised us, don't be and only hearsay. You must decide what is true with your knowledge. Der Buddha gibt uns also wieder den Rat, hört nicht auf beim Hörensagen, sondern entscheidet mit eurem Wissen, was wahr ist und was nicht. Some people followed reference. According to reference, they decide that is true. Manche Leute folgen den Referenzen und entscheiden danach, was richtig und falsch ist. The Buddha said, all reference cannot be true. Therefore, you should not decide through the reference, only reference. Aber der Buddha sagte wieder, allein durch die Referenzen könnt ihr das nicht entscheiden, die können richtig oder falsch sein. You must realize with your knowledge. Wir müssen es mit unserem Wissen realisieren. Some people, when they search for truth, they use logic. Manche Menschen, wenn sie nach der Wahrheit suchen, verwenden sie die Logik. According to logic, they decide that is true. Sie entscheiden nach der Logik, was wahr ist. The Buddha said, through logic, you cannot get the truth. Aber der Buddha sagte, durch die Logik könnt ihr auch nicht bekommen, was wahr ist. It is only knowledge
can decide what is true. Nur Wissen kann entscheiden, was wahr ist. Some people also try to get the knowledge, the inference. Manche Leute versuchen herauszubekommen, was wahr ist, durch Inferenz. Versteht ihr das? Okay. Inference, I must to explain in German, is we don't have this word. Inference means like that. Inference means someone saw only effect, not cause. Through effect, he tried to find the cause. Like that, someone sees smoke. So he sees the smoke with his eye, but on seeing smoke, he decided there is a fire. That is called inference. Also Inferenz. Dieses Beispiel mit dem Rauch. Man sieht Rauch und schließt darauf hin, aha, da muss Feuer sein. Also dieser Rückschluss oder das Erraten sozusagen, das nennt man Inferenz. So the Buddha said, just through just inference, you cannot get the truth. Also durch diese Inferenz oder Rückschluss kann man vielleicht sagen, kann man auch allein nicht die Wahrheit bekommen. It is only knowledge which realizes the truth. Es ist nur Wissen, was die Wahrheit realisieren kann. Some people also searching for truth through reasoning. Manche Leute suchen nach der Wahrheit durch Nachdenken. That is also not reliable. Reasoning also not reliable to know the truth. Nachdenken oder aus Vernunftsgründen wird es auch oft übersetzt. Das ist auch nicht verlässlich, damit die Wahrheit zu finden. Therefore the Buddha said, through reasoning you cannot get the truth. But you must. It is knowledge through which you can get truth. Aus Vernunftsgründen allein, durch Nachdenken kann man auch nicht verlässlich die Wahrheit finden. Nur durch Wissen kann man es realisieren. Some people also believe what is the text said. Manche Leute glauben daran, was der Text oder was Bücher sagen. They regard that is our test, is to say like that, therefore it is true. Sie sagen, das ist unser Text, deswegen ist es wahr. Now you see, Buddhist people also regard canonical text. The Muslims regard the Quran. The Christians regard the Bible. Whatever said in the Bible and Quran and the text, they believe. Die Buddhisten glauben an die kanonischen Texte, die Christen an die Bibel, die Moslems an den Koran. Was immer in diesen Texten steht, das glauben sie. The Buddha said, you should not end only test. Aber der Buddha sagte, er soll nicht bei diesen Texten enden. You must consider what is true, what is not true. Ihr müsst überlegen, was ist wahr, was ist nicht wahr. Truth can be known only by knowledge. Die Wahrheit kann nur erkannt werden mit Wissen. Some people believe whatever their guru said. Manche Leute glauben, was immer ihr Guru, ihr Lehrer sagt. Yeah, nowadays, as many people also followed their gurus. Heutzutage folgen auch viele Leute ihrem Guru. Whatever guru said, they accept. Was immer der Guru sagt, das akzeptieren sie. So the Buddha said, you should not decide as a true, just depending on only your gurus. Der Buddha sagte, man soll nicht die entscheiden, was wahr ist, nur auf die Aussage des Gurus hin. The Buddha challenged,
You want to ask a question? Yeah, how do I find truth then? Because now I listen to what you say, but then again, you tell me to question it. How do I find truth then? Because now I listen to what you say, but then again, you tell me to question everything. No, I mean, explain this as not to decide such a things. Truths and not such a things. You should not, only traditions cannot decide the truth, I want to say. Only hearsay cannot know the truth. In other ways, truth is can be, that is the meaning. Truth is, people so remain only tradition, hearsay, test. They cannot go beyond that. Even they know this tradition is not true, but they remain, they hold this view, cannot go beyond that. So the Buddha want to say, you must try yourself to know about that. So don't remain here. Don't believe you find something. No, don't say no, not say don't believe. But we must use our knowledge. Without knowledge, people easily believe. Others, depend on others, not own knowledge. Also wir sollen eigentlich nicht leichtgläubig sein, einfach Tradition oder Guru oder Hörensagen glauben und akzeptieren, sondern wir sollen immer unser Wissen benutzen. So many people so nowadays believe whatever the text said, they follow. Manche Leute heute glauben einfach, was die Texte sagen und folgen dem blind. So the Buddha said, don't remain, don't hold this as a truth. You must try to realize yourself. That is the meaning. Is it okay? Also wir müssen selber realisieren, nicht nur weil es im Buch steht zum Beispiel, wir müssen selber das betrachten, überlegen, erfahren, ist es wahr oder nicht mit unserem Wissen. So, the Buddha advice. To find out the truth, these are not the proper reasons. Der Buddha sagt also, um die Wahrheit zu finden, sind das nicht die geeigneten Methoden. What is a proper own experience is proper reason. Die geeignete Methode, der richtige Grund, ist das eigene Nachdenken mit Wissen. That is the meaning. What did the text say? We must do practice. We must put on practice. It's true or not. We must find out the truth. For example, someone said, the fire is hot. The fire is hot. Many people maybe believe that it's hot, that is hot. So we experience fire is hot. There's no need to believe in others because everybody knows fire is hot. Wir müssen also selbst ausprobieren, selbst praktizieren, um zu erkennen, ist das wahr oder nicht. Das Beispiel mit dem Feuer, jeder sagt, das Feuer ist heiß, aber wir brauchen eigentlich niemand zu glauben, wenn wir es mal ausprobiert haben. Dann wissen wir das selber. The Buddha here want to say, the nature or dharma, the truth, the nature or dharma cannot be known through hearsay, through tradition. The nature or dharma can be known only by knowledge. This knowledge can be obtained through practice. Wir können die Natur des Dhamma, die Wahrheit, nicht erkennen durch Hörensagen oder durch Traditionen, Texte und so weiter, sondern nur durch das eigene Praktizieren, durch eigenes Wissen. So, for example, anger. Everybody experience anger. Okay? Anger. When something is disliked, anger appeared. So, why this anger appeared? We must know ourselves. We must realize ourselves. Not according to tradition, not according to the test. We must know what is the causal answer. We experience.
Zum Beispiel Ärger, jeder hat die Erfahrung mit Ärger. Wie entsteht Ärger? Was ist die Ursache davon? Das sollten wir nicht aus irgendeinem Text oder Hörensagen nur akzeptieren oder weil wir es irgendwo gelesen haben, sondern wir müssen das selbst realisieren, selbst in uns erkennen, also praktizieren. So, the natures of Dhamma. With the knowledge, the natures of Dhamma can be known, can be realized with the knowledge. Die Natur des Dhamma kann realisiert werden mit Wissen. In Kalama Sutta, the Buddha, how to realize the truth, how to realize the natures of Dhamma, the Buddha explained. Im Kalama Sutta erklärte der Buddha, wie man die Wahrheit, die Natur des Dhamma realisieren kann. So, we must consider in this way. For example, craving. When craving arises within us, it is good for or bad for us? Is it good or bad? What? Craving. Mm-hmm. When craving arises within us, it is bad or it is good? Wir müssen zum Beispiel selber wissen, wenn Begehren in uns entsteht, ist das gut oder schlecht? Is it disturb or not disturb us, our peaceful mind? Stört das unseren friedvollen Geist oder nicht? It is harmful or not harmful? Ist das schädlich oder nicht? You see, now it is when craving cannot be controlled. The persons become thief and robbers. Wenn das Begehren nicht kontrolliert werden kann, dann können die Leute zu Dieben und Räubern werden. When craving arises within us, we lose our peaceful mind. Wenn Begehren in uns entsteht, dann verlieren wir unseren friedvollen Geist. So if it's so, craving is good or evil. Wenn dem also so ist, ist dann Begehren gut oder schlecht? We must know ourselves at that point. Wir müssen diesen Punkt selbst wissen. Then hatred, anger. Anger is good or evil? Dann Ärger, ist er gut oder schlecht? When anger arises within us, what do we feel? Wenn Ärger in uns entsteht, was fühlen wir? So if we cannot control the anger, this somehow crimes is happen. Wenn wir unseren Ärger nicht kontrollieren können, dann kann es zu Kriminalität werden. If it's so, what is your opinion? Anger is good or anger is bad? Wenn dem so ist, was ist dann eure Meinung? Ist Ärger gut oder schlecht? Is anger is evil or good? Ist Ärger was Gutes oder Schlechtes? According to our experience, we must decide. Wir müssen das nach unserer Erfahrung entscheiden. So that is that's not a concern tradition. That's not a concern test. That's not a concern the guru. So we must know ourselves. That is the point of Kalama Sutta. Das hat nichts zu tun mit Tradition, mit den Texten, mit einem Guru. Das müssen wir selber aus eigener Erfahrung wissen. Sometimes many people have a delusion. Through delusion, they don't know what should be done, what should not be done. Viele Leute sind verblendet. Und wegen dieser Verblendung wissen sie nicht, was getan werden sollte und was nicht. If they don't know what should be done, what should not be done, they did what should not be done. They did not do what should be done. Und wenn sie das nicht wissen, was getan werden sollte und was nicht, dann tun sie, was nicht getan werden sollte und tun das nicht, was getan werden sollte. Therefore, great lose is happening. Because of we did what should not be done,
there is a great lose. Deswegen ist ein großer Verlust. So, that is also, we must understand, if a delusion arises, we realize what it should be done, what it should not be done, or do we do not realize what it should be done, what should not be done. Wir müssen also wissen, wenn Verblendung da ist, dann können wir nicht realisieren, was getan werden sollte und was nicht. Delusion is good or evil? Ist Verblendung also gut oder schlecht? So, according to our experience, we must know what should be done, what should not be done. Wir müssen aufgrund unserer Erfahrung wissen, was getan werden sollte und was nicht. If we do not know what should be done, what should be done, we did wrongly. Wenn wir das nicht wissen, dann werden wir Falsches tun. Therefore, delusion is not good, it is evil. Deswegen ist Verblendung nicht gut, sondern schlecht. So what about the jealousy? Jealousy is good or evil? Was bezüglich Eifersucht, ist das gut oder schlecht? We must realize the nature of Dhamma in this way. That is a true truth. That is a truth. Wir müssen das auf diese Weise die Natur des Dhamma realisieren, was wahr ist und was nicht. So, the Buddha taught us, if we searching for the truth or the nature of Dhamma, if we want to realize the nature of Dhamma, this does not, this cannot be known through tradition, through hearsay, through test. That is only your knowledge. Was der Buddha lehrt uns, dass wenn wir nach der Wahrheit suchen, nach der Natur des Dhamma, dann können wir das nicht erlangen oder lernen durch Tradition, Hörensagen, Texte, Guru oder so, sondern nur durch unser eigenes Wissen. So, that is the first point of Kalama Sutta. Then, the Buddha has advised us, if you realize that is good, you must accept it. If you realize that is evil, you must abandon it. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt im Kalama Sutta ist, dass der Buddha uns ermahnt, wenn wir realisieren, wenn wir verstehen, dass etwas gut ist, dann sollen wir dem folgen und sollen wir es akzeptieren. Wenn wir realisieren, dass etwas schlecht ist, dann sollen wir es entfernen, schauen, dass wir es loskriegen. Many, many people, they may find that it is evil, but they keep it. But many people may realize that it's good, but they cannot follow, cannot practice. Viele Leute, obwohl sie herausfinden, dass etwas schlecht ist, können sie nicht davon loskommen. Und auch wenn sie verstehen, dass etwas gut ist, können sie es nicht annehmen oder praktizieren. That means, if we realize anger, anger is not good, anger is evil. We must try to abandon it. Wenn wir verstehen, dass Ärger etwas Schlechtes ist, dann sollen wir versuchen, den Ärger loszuwerden. In contradictory, the loving kindness, metta, loving kindness is good, not evil. We must accept it. Das Gegenteil, Metta, die liebende Güte, ist etwas Gutes. Wir sollen es akzeptieren. But many people hesitate to abandon evil, to follow, to practice good. Aber viele Leute zögern, etwas Schlechtes aufzugeben und etwas Gutes anzunehmen. So therefore, the Buddha in this sutta explained, if you know
What is evil, that is evil, you must abandon it. If you know what is, that is good, you must practice, you must accept that. Deswegen sagte der Buddha in dem Sutta, wenn ihr wisst, dass etwas gut ist, dann müsst ihr es akzeptieren. Wenn ihr wisst, dass etwas schlecht ist, dann müsst ihr es aufgeben. This is for a passer. If we begin to like that, so this is a three main points the Buddha's teachings. I revise through tradition, through test, through logic, through hearsay, you cannot find the truth. That is one thing. Es sind drei wichtige Punkte in diesem Sutta. Eine Sache ist durch Tradition, Hörensagen, Logik, Texte. Allein können wir die Wahrheit nicht erkennen. Truth can be known by your knowledge, only by your knowledge. Die Wahrheit kann nur durch unser Wissen erkannt werden. If you realize it is evil, you must abandon. Der zweite Punkt ist, wenn wir wissen, das ist schlecht, dann müssen wir es aufgeben. The third, if you realize it is good, you must practice. Und der dritte Punkt, wenn wir realisieren, verstehen, das ist gut, dann müssen wir es praktizieren. If it's so, for us, there is nothing to be doubtful. Auf diese Weise gibt es nichts für uns, worüber wir Zweifel haben könnten. We can find what should be done, what should not be done. Wir können finden, was getan werden sollte, was nicht. So, for a person, for individual, that is a good enough to live in this world. Für einen Menschen, für eine Person, ein Individuum, ist das genug, um in dieser Welt zu leben. But the people never stay alone. They live in societies. Aber die Menschen leben nie alleine, sie leben in der Gesellschaft. Many people stay with their family. Viele Leute wohnen mit ihrer Familie. They live in their societies. Sie leben in ihrer Gesellschaft. How to live in society? Wie soll man in der Gesellschaft leben? The Buddha want to explain, therefore continued then in Kalama Sutta, how to live in society. Der Buddha hat weitergemacht im Kalama Sutta. Er wollte noch erklären, wie man in der Gesellschaft leben soll. When we live in society, we must practice the Four Noble Abode. Wenn wir in der Gesellschaft leben, sollen wir die vier edlen Brahmaviharas, die vier edlen Verweilungszustände praktizieren. That is called Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. Das ist Metta, die liebende Güte, Karuna, Mitgefühl, Mudita, mit Freude und Upekkha, Gleichmut. In a society we must have a Metta to live in. We must cultivate Metta. In der Gesellschaft, wenn wir leben, müssen wir Metta, liebende Güte, praktizieren. So we must consider what is Metta. Wir müssen überlegen, was ist Metta. Most translators, the Pali word metta translated into English, loving kindness. Die meisten übersetzen metta mit liebender Güte. Literally, metta means an aptitude of a friend. Aptitude of a friend. Wörtlich bedeutet Metta das Verhalten einem Freund gegenüber.
Because the word metta is derived from metta. Denn das Wort metta kommt von dem. Metta means friend. Kommt von dem Wort mitra oder mitta her und das bedeutet Freund. Therefore, a minor of a friend is can be called metta, literally. Also der Geist eines Freundes, der Freundschaft, kann Metta genannt werden. Every people have a friend. Alle Menschen haben einen Freund, Freunde. What is your attitude towards your friend? Wie ist euer, wie sagt man, Attitude? Fällt kein gut. Haltung, danke. Wie ist eure Haltung einem Freund gegenüber? So, such an aptitude towards a friend, we must send to all beings equally. Diese Haltung, die wir einem Freund gegenüber haben, müssen wir allen Lebewesen genauso zuschicken. So, you see, every person are become friend. There's no harm to each other. Wenn alle Menschen Freunde würden, dann würde nichts passieren, würde sich niemand Schaden zufügen. Between them there is no hatred. Dann wäre zwischen ihnen kein Hass. Therefore never harm to others. Deswegen würden sie sich nie was gegenseitig antun. They have no enemies. Sie hätten keine Feinde. No, the person who should be hated. Niemand, der gehasst werden müsste. So, that is metta. Through the metta, if we live in society with the metta, how will be peaceful? Das ist also metta. Wenn wir mit dieser Geisteshaltung metta in der Gesellschaft leben würde, wie friedvoll wäre das? If we have the metta, everybody have cultivated metta. It is impossible to appear the terrorist in this war. Wenn jeder metta kultiviert hätte, dann wäre es unmöglich, dass Terroristen in dieser Welt erscheinen würden. Because the peoples lose metta, therefore terrorism introduce our world. Weil die Leute aber ihre Metta verlieren, deswegen erscheinen Terroristen in dieser Welt. There is a hatred each other, therefore harmful to the people. Da kommt Hass gegenseitig auf und deswegen tut man sich was an. Therefore the Buddha advised, you must cultivate metta when you live in society. Deswegen rät der Buddha, wir müssen Metta kultivieren, wenn wir in der Gesellschaft leben. So, another quality is Karuna. Eine andere Qualität ist Karuna. Karuna is some people or some beings are suffered. Karuna ist, wenn einige Lebewesen leiden. So, Karuna means compassion. Compassion must be practiced towards the people or beings who are suffered. Karuna ist Mitgefühl und muss praktiziert werden gegenüber den Menschen oder Lebewesen, die leiden. If we do not cultivate the Karuna, we are become cruel. Wenn wir Karuna mit Gefühl nicht kultivieren, dann werden wir grausam. Cruelty is lead to terrorism. Grausamkeit führt zu Terrorismus. So there is a lot of problem without the Karuna in this war. Eine Menge Probleme entstehen, weil kein Karuna in dieser Welt ist. If there is a Karuna,
No cruelty, no cruel persons can appear in this world. Wenn Karuna in dieser Welt wäre, dann gäbe es keine grausamen Personen in dieser Welt. Therefore, the Buddha advised, you must live in society with the Karuna. Deswegen rät der Buddha, ihr müsst mit Karuna in der Gesellschaft leben. Next one is a mudita, sympathetic joy. Das nächste ist mudita, die Mitfreude. Mudita means, if someone succeed, we must be joined. We must be joyful about the other's success. Mudita bedeutet, wenn jemand anders Erfolg hat, dann müssen wir uns mitfreuen, Freude haben an dem Erfolg des anderen. If we cannot like others' success, jealousy arises within us. Wenn wir uns nicht an dem Erfolg des anderen erfreuen können, dann wird Neid in uns aufsteigen. Jealousy is a very dangerous evil. Neid ist ein sehr gefährliches, schlechte Sache. Jealousy lead to crime. Der Neid führt zu Kriminalität. Therefore, to remove jealousy, we must cultivate mudita, sympathetic joy. Um Neid zu überwinden, müssen wir mudita, die Mitfreude, entwickeln. If there is no mudita, we cannot say the other's success. Congratulations. Wenn wir keine Mudita haben, können wir zum Erfolg der anderen nicht gratulieren. If we have really mudita, we can say really congratulations. Wenn wir wirklich Mudita haben, dann können wir auch wirklich sagen herzlichen Glückwunsch. If the other person succeed in business, succeed in study, succeed in practice, whatever succeed, we must appreciate his success. Wenn die andere Person Erfolg hat im Geschäftsleben, im Beruf, in der Praxis, wo auch immer, dann müssen wir uns mitfreuen und das wirklich schätzen, diesen Erfolg des anderen. Therefore, we should not feel jealousy to others' success. Deshalb sollten wir keinen Neid verspüren zu dem, gegenüber dem Erfolg der anderen. To remove jealousy, the Buddha advised us to cultivate mudita. Um den Neid zu überwinden, rät uns der Buddha, dass wir mudita kultivieren. What about the upekkha? Was zu Upekkha? Upekkha is high, very high noble practice. Upekkha ist eine sehr hohe, edle Praxis. Upekkha is no excitement. Upekkha has no excitement, no emotion. Upekkha hat keine Aufregung, keine Emotionen. It's a tranquility. Das ist Ruhe. You see, if someone suffered, Upekkha never wished to have others' acknowledgement. But through Upekkha, what should be done? He did what should be done. Never gave others praise or blame. That is Upekkha, equanimity. Upekkha oder Gleichmut bedeutet einen balancierten Geist zu haben. Wir achten nicht darauf, ob wir gelobt oder getadelt werden oder wenn es jemand schlecht geht. Wir leiden nicht mit, wir werden nicht aufgeregt, aber was getan werden muss, was machbar ist, tun wir. Through Upekkha, you never change your mind. Whatever you what you should be done, you did. What should not be done, you never did. Durch Upekkha, diesen ruhigen Geist,
tun wir, was getan werden muss, und tun das nicht, was nicht getan werden sollte. Yes, you see, most people have no upekkha. Therefore, if it's someone's call, he's angry. If it's someone prays, he's so proud. But if he has upekkha, he has not such a situation, not such an excitement. Die meisten Menschen haben keine Upekkha, wenn sie getadelt werden, kritisiert werden, dann ärgern sie sich, und wenn sie gelobt werden, dann freuen sie sich. Sie sind nicht balanciert, sie sind nicht in Ruhe, kein Upekkha. So therefore, the Upekkha practice is not so easy. Die Praxis von Upekkha ist nicht so leicht. So the Buddha advised us, if you wish to live in peaceful life in society, you must cultivate Upekkha also. Der Buddha sagt uns, wenn ihr ruhig in Frieden in der Gesellschaft leben wollt, dann müsst ihr auch Upekkha kultivieren. Upekkha is compared like that. For example, you know the sandalwood. If the sandalwood is cut with a knife, but the sandalwood is a good smell, who cut to himself? Upekkha wird verglichen mit Sandelholz, das riecht sehr gut. Wer immer das schneidet, auseinanderschneidet, bekommt diesen guten Geruch ab. His sandalwood's reaction is only the same reaction. Even someone worship sandalwood, not only he spread his good smell to worship them, but he issued his sweet smell towards who cut down, towards the person who cut down. It is all. Sandelholz verbreitet seinen angenehmen süßlichen Geruch unterschiedslos zu allen hin, ob die Leute Sandelholz verehren oder ob sie es niederschneiden in Sandelholzbaum oder was, das macht keine Unterschiede. So, that is the meaning. One who have practiced Upekkha, he has no different to the two persons. One's blame him, the others praise him. Das bedeutet, jemand hat Upekkha, wenn er keine Unterschiede macht gegenüber zwei Personen. Der eine, der ihn kritisiert und tadelt, und der andere, der ihn lobt. Therefore, Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, these four Noble practice. Through these noble practice, we can live in society peacefully. Deshalb können wir friedvoll in der Gesellschaft leben, wenn wir diese vier edlen Qualitäten praktizieren und entwickeln: Metta, Karuna, Mudita und Upekkha. So in Kalama Sutta, the Buddha said, how to live in society? The Buddha explained, you must live with the Metta, Karuna, Mudita, Upekkha in society. Der Buddha erklärte also im Kalama Sutta, wie man in der Gesellschaft leben soll, nämlich mit Metta, Karuna, Mudita und Upekkha. If we can live with the Metta, Karuna, Mudita, Upekkha in society, there is none of problem can arose.
Wenn wir mit Metta, Karuna, Mudita, Upekkha in der Gesellschaft leben können, wird kein Problem entstehen. Without these Metta, Karuna, Mudita, even people say there's no problem, but big problems arise among them. Ohne Metta, Karuna, Mudita und Upekkha, auch wenn die Leute sagen, da ist kein Problem, entstehen doch große Probleme um sie. So therefore, the Buddha advised us, you must cultivate Metta, Karuna, Mudita, Upekkha when you live in society. Deswegen sagt der Buddha uns, ihr sollt Metta, Karuna, Mudita und Upekkha entwickeln in der Gesellschaft. Then there is a problem we cannot solve. The problems remained we cannot solve. Still remained a problem we cannot solve. Dann ist da ein Problem, das bleibt, das wir nicht lösen können. Only one thing I will explain. After death, there is a next life. Or after death, there is no next life. Nur eine Sache werde ich erklären. Die Frage, nach dem Tod gibt es ein neues Leben oder gibt es keins? There's two different views, you see? Two different views. Some believe after death that there is a life, next life. Some believe there is no next life. What is a true? If one true, the other cannot be true. Es gibt nur diese zwei Ansichten. Entweder nach dem Tod gibt es ein neues Leben oder nach dem Tod gibt es kein neues Leben. Die schließen sich gegenseitig aus. Nur eine dieser Meinungen kann richtig sein. How to solve this problem? Wie sollen wir dieses Problem lösen? The Buddha gave guidelines to solve the problem. Der Buddha gab Richtlinien, wie man dieses Problem lösen kann. We cannot decide after death that there's a life, next life or next life. We cannot decide. We cannot prove it. Wir können das nicht entscheiden oder beweisen, ob nach diesem Leben, nach dem Tod ein neues Leben ist oder nicht. If so, you must be good person. Wenn dem so ist, müssen wir eine gute Person sein. Good person possible through good moralities. Eine gute Person zu sein, das machen wir durch gute Moral oder Sittlichkeit. Without morality cannot be good person. Ohne gute Moral können wir kein guter Mensch sein. So the Buddha said, with morality you must be good person. If you become good person, if there is no next life, it is okay, I'm a good person. If no, not worry about a next life, because a next life is not exist. Durch gute Moral sollen wir eine gute Person sein, sagt der Buddha. Aber wenn es kein Leben nächstes Leben nach dem Tod gibt, dann ist das egal. In diesem Leben seid ihr ein guter Mensch. Because he's a good person, therefore satisfactory his life. If in next life, no next life, it is okay. I'm a good person in this life. Aber in diesem Leben ist es von Vorteil, wir fühlen uns als gute Person. Es ist gut für uns in diesem Leben und nach dem Tod, wenn nichts kommt, ist es okay. But if there is a next life after death, I will be born in better life, in next life. Aber wenn es ein neues Leben nach dem Tod gibt, dann werde ich durch die gute Moral in besseren Umständen wiedergeboren. Because I have a good morality, good basa. Therefore, for me, next life is a good life. Weil ich eine gute Moral habe, ein guter Mensch bin, wird das nächste Leben für mich gut sein. So, both way, he is a good, surely can be good.
So für beide Wege, für beide Ansichten ist das auf jeden Fall gut. So, the Buddha explained in Kalama Sutta in this way. Auf diese Weise erklärte es der Buddha im Kalama Sutta. So, in the Kalama Sutta is main teachings only five. Im Kalama Sutta sind die Hauptlehrungen 5 Stück. Through tradition, through hearsay, through test, you cannot, through tradition, you cannot find what is true. Durch die Tradition, Hörensagen, Texte, könnt ihr nicht sagen, was wahr ist. With your own knowledge, you can decide what is true, what is not true. Mit unserem eigenen Wissen können wir entscheiden, was ist wahr, was nicht. If you realize it is evil, you must abandon. Wenn wir verstehen, das ist schlecht, dann müssen wir es aufgeben. The thought, if you realize it is good, you must follow it. Wenn wir verstehen, es ist gut, dann müssen wir es befolgen. If you live in society, you must cultivate metta, karuna, mudita, upekkha. Wenn wir in der Gesellschaft leben, müssen wir Metta, Karuna, Mudita und Upekkha kultivieren. Uncertain or unsure cases, you must follow what is certainty. In unsicheren Fällen müssen wir dem folgen, was Sicherheit ist. That is the major teachings of the Kalama Sutta. Das sind die Hauptlehren im Kalama Sutta. So therefore, according to the Buddha's guideline, the Kalama Sutta, mentioned in Kalama Sutta, you should try to know what is true, what is not true, what should be done, what should not be done. Als der Buddha wollte im Kalama Sutta sagen, wir sollen herausbekommen, was ist wahr, was nicht, was soll getan werden, was nicht. So this Kalama Sutta is good enough for us to say the guideline of our life. Also ist das Kalama Sutta sehr gut für uns als Richtlinie in unserem Leben. So, let me conclude my Dhamma talk in Kalama Sutta. May you decide what is true, what is not true through your knowledge. Ich möchte meinen Dhamma-Vortrag beenden. Möget ihr entscheiden, was ist wahr, was nicht, mit eurem Wissen. May you all find what is true. Möget ihr alle finden, was wahr ist. May you free from all sufferings. Möget ihr frei sein von allem Leiden. So. Sadhu, sadhu, sadhu. So, okay. Okay. Wenn noch Fragen dazu irgendwie sind, ist jetzt Gelegenheit. Two questions. The first one, to practice, to develop the 4 Brahma Viharas, why is it only said if we live in the society? Maybe not if we live alone, mainly in the society. That is the first question. And the second one, the difference between concerning Upekkha,
Equanimity, wie heißt es? Ernüchterung, hast du gesagt, gell? Was heißt denn das? Kann jemand helfen? Ernüchterung auf Englisch? kann man so beschreiben? Upeka, equanimity, but not to to give up, maybe. To give up our hope because we see this kind of suffering to be to help others. To lose the interest. This thing, you understand? Hilfe! Kannst du? So, what is the first question? The first question, yeah. Why mainly to develop the four Brahma Viharas if we live in society only? No, that is a, mainly. We live in society, therefore I talk when we live in society. Even if we stay alone, we must cultivate metta, karuna, mudita. Because of this is a metta, if it, metta means to remove our hatred. If we practice metta bhavana, within us there is no hatred. So no hatred is peaceful mind. We can get a peaceful mind. So therefore, if we live in solitary life also, need to cultivate metta. But in society is more important because of to help our others to live, to stay unitedly, harmoniously with others. If we have no metta, karuna, mudita, we are not harmonious to stay with the other person. Das ist also besonders wichtig in der Gesellschaft, weil wir da zusammenleben und harmonisch zusammenleben sollten. Deswegen ist es besonders wichtig, da Metta, Karuna, Mudita, Upeka zu entwickeln. Aber auch wenn wir alleine leben, sollten wir das entwickeln. Zum Beispiel bei Metta, das ist das Gegenteil von Hass. Und um unseren Hass, Ärger, Aversion zu überwinden, ist die Praxis von Metta sehr gut, sehr geeignet, auch wenn wir alleine leben. What is the next question? To explain Upeka, equanimity, that it's... konnte niemand helfen. When one loses all illusions, the ideas to help, give up to help, lose the balance, what is the difference between that and real equanimity? That is the main answer. She may want to ask is upekha. Mm-hmm. You see, metta, karuna, mudita with the excitement. Okay? With the excitement. Metta, so metta also have excitement. Karuna also have excitement. Mudita also, you see, I'm so happy, congratulations, like the excitement have. Upeka is not such an excitement. But it is also help others. Also Metta, Karuna und Mudita haben was an Aufregung noch in sich. Wir sind so glücklich, wenn es jemand anders gut geht oder auch Mitgefühl, es kann mit sehr viel Aufregung verbunden sein, aber Upeka ist sehr ruhig und trotzdem wollen wir anderen helfen. You get the meaning or not? Ist es verstanden oder nicht? Roughly we can say this metta, karuna, mudita with the excitement. Metta also help others, karuna also help others, mudita also help. But upeka is not such an excitement. Equanimity. No, without excitement, he helps others.
Also Upeka ist sehr ruhig, ohne Aufregung ist man bereit, anderen zu helfen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied dann zu Gleichgültigkeit, was du vielleicht auch meinst, wo man keine Interesse mehr hat zu helfen. So, okay. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Und zwar das fünfte Sutta ist dann, handelt davon, eine gute Moral zu haben und ein guter Mensch zu sein. Und dann gute Voraussetzungen zu haben, wieder geboren zu werden. She asked the fifth sutta, but it's not the sutta, it's the fifth point in the sutta, meaning to have a good morality. She thinks to be reborn, is it? In a good life, but that's not the point. Can you explain once again? What is it? The fifth point in the Kalama Sutta. If we have good morality, what about rebirth? So, the fifth point is that you must follow what is a sati. That is the meaning. You must follow what is the day. Or what is the sati. That is the meaning. Some say there is a next life. Some say there is no next life. For both, which is good, which is better? We must choose this one for both. If there is no next life, it is okay because he is a good man and good person in this life. Therefore, even there is no next life, it is okay, no problem. That is no problem because I am a good person in this life. If there is a next life, I will be born in better life. Because I am a good person. So both, he is good for both. That is, what is a sati, we must follow the fifth advice in this way. Der fünfte Rat in diesem Sutta ist also, wir müssen das befolgen, was sicher ist. Und wir können nicht entscheiden, ist ein nächstes Leben oder nicht. Da gibt es verschiedene Meinungen. Aber sicher ist, dass wenn wir in diesem Leben gute Moral haben, ein guter Mensch sind, dann ist dieses Leben gut, fühlen wir uns wohl und ist okay. Und falls es ein nächstes Leben gibt, werden wir auch eine bessere Wiedergeburt, ein besseres Leben haben. Es ist auch die richtige Entscheidung. Deswegen gibt es die Möglichkeit, am Anfang etwas glauben, die Böse oder Lehre, danach kann man selbst erfahren und untersuchen lassen und so entscheiden. Bhante Puniratana thinks the people in Kesamuti were very wise. They could understand that they could find out themselves by knowledge. But nowadays, many people are not at this level, or for example, children, they cannot decide themselves. We cannot advise them in young age already in this way. There will be conflicts. So maybe better first to advise them according to the text that they should believe, and later they can try to prove. Because of the elder people's must teach the young people.
Die älteren Leute müssen die Jungen lehren. This is Sutta is specially for elders. This is Sutta who is has speziell für Ältere. But Shiva, the children also, we can say, this anger is good or not? When anger arises within you, what has happened? You are peaceful or not peaceful? We must adopt in this way. Then the young will understand it is all, or anger is not good. Because of anger, I am not happy. So, some will deny. No. The children can be say in this way. The mother, father and the teachers must say in this way. Also Kindern soll man es auf die Art sagen, Ärger, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Stört das deinen friedvollen Geist oder nicht? Dann können sie es verstehen, so sollten es die Eltern beibringen. You see, some parents taught their children, don't be jealousy others. Don't be jealousy others. Because of jealousy is not good. You must appreciate, you must congratulate you. So that is a teaching. Do realize about that. Manche Eltern sagen ihren Kindern, sei nicht neidig, wenn es jemand anders gut geht, wenn er Erfolg hat, du musst das wertschätzen und gratulieren. That is, you see, different level, the person has a different level, different age, different knowledge, as I explained. Actually, this Kalama Sutta taught the Buddhas who are doubtful, the many different religions. Wir müssen das entsprechend den verschiedenen Stufen oder Ebenen oder Verständnismöglichkeiten der Menschen erklären. Dieses Kalama Sutta wurde speziell für Leute mit diesem Zweifel erklärt. But here there are people who like anger, they say, oh, I'm happy to be angry, that feels good. Because when angry time, so he is peaceful or not peaceful. After that, as maybe you see, when anger arises, our bodies become shake, and we have ugly face. So it is a good or not? Also dieser Ärger stört unseren Frieden. Wir bekommen ein hässliches Gesicht. Das ist vielleicht ein Argument, worauf die Leute hören. Some people, so the effect of anger, they like it. So the other people are afraid, and that is they like, not anger. Vielleicht mögen sie nicht ihren Ärger, sondern dass die anderen Leute Angst vor ihnen haben. Yes, some people are use their anger as a weapon. Manche Leute benutzen ihren Ärger als Waffe. That is not a good thing. Das ist nichts Gutes. She thinks we have to prove everything in our life. For example, Buddha, Dhamma, Sangha, we have to prove everything. She means it's a meaning in the sutta. And then we can be sure. And then only we can be sure. Dealing with the Buddha, Dhamma. Sangha, yes. Dealing with the Buddha, Dhamma, Sangha, is it true or not? Yes, she also thinks we have to prove. To prove? Yes. And you see, in Kaiti Sutta, the Buddha encouraged people, you must consider, you must contemplate, you must check myself, my teaching, my sanghas also. If you like it, you accept it. If you don't like it, you don't accept it. In which sutta?
Kainti Sutta. Kainti Sutta. Sutta and Vimamsaka Sutta. And Vimamsaka Sutta erklärte der Buddha, ihr müsst auch mich überprüfen, meine Lehre, meine Gemeinschaft. Bante. Vimamsaka Sutta. Vimamsaka Sutta. Shadow in Mahaparinibbana Sutta, it has also in Mahapadesa. Yeah, Mahapadesa, that is, yeah, that is also Mahapadesa. That's actually Mahapadesa is referring, but Vimamsaka Sutta is examining. When there is anger in the mind, it's very difficult to deal with it. And if there is anger in the mind, to deal with it, that is very to handle anger, what to do to get rid of the anger is very to remove is very difficult. Instead of anger, to develop metta or upeka or this. Qualities and how to do that. What can you give advice to remove anger and to develop metta instead of that? To remove anger or to remove hatred, the Buddha has advised to cultivate metta. Cultivate metta is there is technique. Um Ärger oder Hass zu entfernen aus dem Geist, muss man Metta entwickeln und dafür gibt es eine Technik. According to Visuddhimagga, when we cultivate Metta, we must choose a person who are our close friend, because that is very easy to cultivate Metta to him. Normally, we have a metta towards our friend. Therefore, easy to develop metta. So, first person, we must choose such a person. Nach dem Visuddhimagga, dem Weg zur Reinheit, müssen wir als erstes eine Person wählen, zu der wir Freundschaft empfinden, einen guten Freund, weil es uns da sehr leicht fällt, diese liebende Güte zu entwickeln. So, roughly we can say there is three persons. One is a close friend. The other is enemy. The third is neither friend nor enemy. So, three persons. So, when we start to cultivate our metta, we must choose our friend because of for the purpose of easily cultivation. Grob gesagt können wir drei Personen unterscheiden. Das erste ist der gute Freund, das zweite der Feind und das dritte weder noch. Und wir müssen anfangen mit dem guten Freund, weil es da leicht ist, Metta zu kultivieren. After that, when we grow our Metta on the friend, then our Metta is a little stronger enough, then we shift to the person who neither friend nor enemy. Wenn wir unsere Metta ein bisschen entwickelt haben, entfaltet haben, dann können wir übergehen zu der Person, die weder Freund noch Feind ist. If you do not see the difference in the two persons,
you are towards your friend, towards the person who are neither friend nor enemy. If you didn't see no difference between them, then your metta is strong enough. Wenn wir keinen Unterschied mehr sehen und zu der Person, die unser guter Freund ist, oder und zu der Person, die weder Freund noch Feind ist, dasselbe Wohlwollen, dasselbe Metta empfinden, dann ist Metta stark genug entwickelt. That is the meaning. Your metta is more your friend, less the other person. It is different. So no different, equally you have metta, both persons. Es darf nicht sein, dass Metta zu dem guten Freund mehr ist, stärker ist, als zu der Person, die weder Freund noch Feind ist. After that, you should change to the enemy. When you cultivate the enemy, at that time your metta is not metta, hatred arises. At that time your metta is not strong enough. You must go back to your friend and make stronger your metas, develop your metas again. Danach gehen wir zu der dritten Person, zu unserem Feind über, und das wird uns nicht gleich gelingen. Unser Metta ist noch nicht stark genug entwickelt. Wir werden Hass, Ärger spüren, und wenn das passiert, müssen wir wieder zurückgehen zu unserem guten Freund und dann nochmal unsere Metta weiterentwickeln. If you forget your enemy, you didn't see as a enemy, you see as a your friend. If so, your metta is strong enough. Aber wenn wir unseren Feind nicht mehr als Feind sehen, sondern auch als Freund, dann ist unsere Metta stark genug entwickelt. In your side, there is these three persons. In your side, is these three persons equal. But the other person's side, maybe you are their enemies. But your persons all are equal. Für uns aus unserer Sichtweise sind dann diese drei Personen gleichwertig. In this way you must spread perfume, your metta all over the world. Auf diese Weise müssen wir unsere Metta, unsere liebende Güte über die ganze Welt verbreiten. If you cultivate in this way, the hatred not easy to arise within you. Wenn wir auf diese Weise praktizieren und Metta kultivieren, dann kann nicht leicht Hass in uns entstehen. You can reduce your anger or you can remove your anger through the metas. Wir können unseren Ärger reduzieren oder ganz entfernen durch die Praxis von Metta. In your heart there is no hatred appears. In eurem Herz wird kein Hass entstehen. So in this way, Visuddhimaggas explain how to practice metta bhavanas. If you want to know the more details, there is a German translation, Visuddhimaggas metta bhavanas I have. It's okay. Das ist so erklärt im Visuddhimagga, dem Weg zur Reinheit. Wir haben auch eine recht gute deutsche Übersetzung von Jana Tiloka, da steht es genau erklärt. Metta Bhavana, die Erzeugung, die Entfaltung von liebender Güte. Wenn wir zuerst versuchen, Gleichmut, Upekka üben. Es ist einfach, ob Feind oder Freund unser Metta praktizieren. Was meint ihr? Pantipuniratana means if we first start with upekka, then there is no difference between friend and enemy, then it is easy to practice metta equally. Is that correct? No. Upekka is no. Upekka, through upekka, he realizes he is enemy, he is the friend, but his aptitude is never care about attitude. That is the meaning.
or like it that, you see, how to say, our mental state is it changes. For example, if it's someone blamed, there are two persons, one blamed us, the other's praise us. Do what is about the person, can we keep it the same? Never care blame, never care praise, both. No love and hate in Upekkha. No love and hate appear. Just as he think about, all are depending on their karma. But whatever should be done, he help, like that, without excitement. That is Upekkha. Upekkha is not so easy, very, very difficult to cultivate. Upekkha ist sehr schwierig zu kultivieren, nicht so einfach. Bei Upekkha wissen wir, kennen die Unterschiede, Freund und Feind, aber wir reagieren in derselben Weise, unerschütterlich sozusagen, balanciert. Egal, ob es zwei Personen da sind, die eine tadelt uns, die andere lobt uns. Wir reagieren weder mit Freude und Anhaftung drauf, wenn wir gelobt werden, oder auch nicht mit Ärger, Aversion, wenn wir getadelt werden, sondern bleiben in der Mitte balanciert, in Stille, in Ruhe, im Gleichgewicht. Das ist Upekkha. Yes, and ten paramitas. In ten paramitas, there is Upekkha paramitas. Upekkha paramitas is at the highest level. So, Upekkha paramita, it is said, he cared the person, but he never cared the person's behavior. That is Upekkha. He cared the person, but he never cared the person's manner. You get the meaning? Never cared the person, enemy or friend. Never cared the person. But, he never cared the person's behavior. Never cared the person's behavior. The same like equanimities. No excitement both. Now most people are, when we are praised, we are happy. When we are blamed, we are angry. So towards the behavior, our mind is a changes. Upekkha is not a change like that. That is the meaning. Bei den zehn Paramitas, den Vollkommenheiten, ist die höchste, die zehnte Vollkommenheit Upekkha. Das ist das höchste, das schwierigste. Und da wird gesagt, dass man sich um, wie übersetze ich das, sich um die Menschen, um die Personen kümmert, sorgt, aber nicht um ihr Verhalten. Egal, ob sie einen eben loben oder tadeln zum Beispiel, um dieses Verhalten von ihnen, das bekümmert einen nicht, das bringt einen nicht aus der Balance. Und trotzdem kümmert man sich um die Menschen, ist für sie da mit liebender Güte, Mitgefühl und so weiter, also sehr balanciert. Und was ich vorher noch vergessen hatte, es hat auch mit Betrachtung von Kamma zu tun, diese Entwicklung von Upekkha, dass wir sagen, das ist das Karma von den Menschen, deswegen brauche ich eigentlich nicht aufgeregt sein in die eine oder andere Richtung. Excitement, no love, and no hatred. Does that mean that there are no feelings that arise? No, feelings have. That is the meaning. His mind, he can keep his mind balanced. For example, not happiness, between them. Neither happiness nor unhappiness. Between them, he keep balance without excitement. What is something to be done, he did. For example, you see, metta or karuna and mudita.
Karuna means a compassion, mudita is a joy. Both has excitement. Both has excitement. Metta is love, excitement. So upekkha is not such an excitement. His mental state is so equal. No excitement, no partialities. Only keep his idea. Everybody is according to their karma. Therefore, he did something what he should be done. Upekkha means never care others, not like that. He care, but without excitement. Upekkha ist keine Gleichgültigkeit. Man kümmert sich um die anderen, aber ohne Aufregung. Metta und Karuna und Mudita sind noch mit Aufregung, aber Upekkha nicht. Man versteht, jeder ist oder kriegt die Ergebnisse von seinem Karma und entsprechend, ob er was Gutes oder was Schlechtes getan hat. Aber man ist deswegen nicht gleichgültig, sondern man hilft. Und seine Frage war noch nach dem Gefühl. Wenn Upekkha ohne Aufregung ist und ohne Liebe, ohne Hass, dann überhaupt ein Gefühl da wäre. His question is still if there is any feeling, as far as I understood, any feeling in Upekkha. Feelings, we cannot say there is no feeling, because of whatever mind has, that's its feeling. This feeling is neither happiness nor unhappiness. Gefühl ist also immer da in jedem Geisteszustand, auch bei Upekkha, aber eben bei Upekkha weder ein angenehmes, freudiges, glückliches Gefühl noch ein unerfreuliches, unangenehmes Gefühl. Neutral, indifferent. How to clarify this? How to say? So, for example, this is maybe clear or not clear. The doubters give a treatment, the two persons. One person is, he does not know. The other person, his relations. Can be the same mind, the doubters, when they treatment, give a treatment, serious case, the person, he does not know the person, his relations. Is it different feelings or the same feeling? What your opinion? Zum Beispiel bei who they give a treatment? Bei einem Arzt, der zwei Leute behandelt, das eine ist ein Verwandter und das andere ist ein Fremder, den er nicht kennt. Wie sind seine Gefühle zu ihm? Beide behandelt er oder soll er gleich behandeln? If he was very, if he cultivated upekkha, then he would have no different feeling toward either care. Do you think it is no different feeling both? If he has cultivated upekkha. Huh? If he has cultivated upekkha, the doctor. No, not normally, I say, normal one. Yeah, normally, not a developed metta, upekkha. Yes. Normally? Yes. Is it different or the same? Different. Like upekkha is in this way, toward the strange person. No, without the excitement, he give a treatment. His mind is without the excitement. Normalerweise wird das sein wie bei dem Fremden, den der Arzt behandelt. Da ist keine besondere Aufregung da, weil keine Verwandtschaft da ist, keine Aufregung, keine so starken Gefühle. Das ist Upekkha. So I want to give you this simile because of his mind is without the excitement. He just keep a treatment, no worry. Nothing worry about him, but just excitement to save his life.
Upekkha is like that, without the excitement, help others. Bei einem Fremden hilft der Arzt ohne Aufregung, ganz objektiv tut er das, was getan werden kann und muss. Und so ist Upekkha ohne Aufregung, helfen wir auch. No loving hate appeared when Upekkha is developed. No loving hate. Keine Liebe und Hass, also keine anhaftende, begehrliche Liebe und keine Hass entstehen mit Upekkha. So you're saying that the feeling is different, but there's still no love and hate. It's different because they're different people, but there's still equanimity. Yet if there's no love and hate, this his mind is equanimity. Love and hate is a different feelings, you see. So between them between love and hate there is equanimity. Neither love nor hate. Between them there is must be. That is a stage of Upekkha, similar to Upekkha, I want to say. Upekkha liegt zwischen Liebe und Hass, also dieser Gleichmut, Balanciertheit, Unparteilichkeit, kann man auch sagen. Und dieses Beispiel mit dem Doktor, dem normalen Arzt, da ist Upekkha zu vergleichen, wenn er den Menschen, der fremd ist, behandelt, weil er da mit balanciertem, gleichmütigem Geist das tut, was getan werden muss. Während bei dem Verwandten, da ist er aufgeregt und hat eben andere Gefühle, weil er Anhaftung und Liebe zu ihm hat. Because I always remain in the middle. Upekkha ist immer in der Mitte. Do you get the meaning? Upekkha remain, always remain in the mid. That is Upekkha. Upekkha ist immer balanciert, ist immer in der Mitte. It's okay. Okay. There's a no question, it's a good question. It's okay. Keine Frage ist eine gute Frage.